Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es einen weiteren FIFA Talk. Das heißt, heute reden wir über vier interessante Themen rund um FIFA 18. Was hat sich in den letzten Tagen getan? Was ist neu? Was gibt es einfach für interessante News? Darüber reden wir heute und falls ihr das öfter sehen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben geben könntet. Falls ihr neu seid, könnt ihr natürlich gerne auch ein Abo dalassen, um die kommenden FIFA Talks und eben auch andere Videos wie Trading Videos und so nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein ins allererste Thema. Ein guter Kollege von mir, und zwar der Julian FIFA Club HD, Grüße gehen natürlich raus an dich, hatte tatsächlich die Möglichkeit mit einer 99er Pro Player Card zu spielen. Unfassbar, oder? Und zwar hat Dominik Wiedemann ihn gefragt, ob er nicht seine Wiggle League Spiele fertig machen will. Wie krank ist das einfach? Und somit hatte halt Julian die Möglichkeit mit einer 99er Pro Player Card zu spielen, die auch unfassbar krank ist. Es ist natürlich noch dazu eine Stürmerkarte gewesen, also umso besser. Und falls ihr das Video dazu sehen wollt, ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt. Lasst ihm auf jeden Fall liebe Grüße von mir da. Und ja, unfassbar, er konnte einfach mit einer 99er Pro Player Card selbst spielen. Finde ich unfassbar cool. Wir gehen weiter mit einem sehr mysteriösen Pack in FIFA 18. Und zwar heißt das Jumbo Premium Gold 26 Pack. In diesem Pack sind 26 Objekte, davon sind 22 Gold und 7 davon sind dann Rare. Dieses Pack kannst du aber nicht offiziell kaufen sozusagen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dieses Pack überhaupt schon mal gesehen habt oder ob ihr es schon mal gezogen habt. Denn als ich das vorhin auf Twitter gesehen habe, dachte ich mir, was ist das denn bitte für ein komisches Pack? Ich dachte zuerst, das ist ein 100k Pack mit 26 Objekten drinnen. Also statt 24, 26 Objekte, und dass das dann ein bisschen teurer ist. Aber dieses Pack existiert nicht im Shop sozusagen. Und nach langer Recherche bin ich dann drauf gekommen, dass man dieses Pack irgendwie nur durch Footdrafts bekommen kann. Also das Pack kannst du nur als Footdraft Reward bekommen. Falls ich jetzt absoluten Bullshit gelabert habe und du da draußen mehr über dieses Pack weißt, dann schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Aber an sich müsste das jetzt schon stimmen, denn diese Packs konnte man ja tatsächlich noch nie im Shop ziehen. Denn wie viel sollten die überhaupt kosten? Das weiß man ja alles gar nicht. Finde ich auf jeden Fall unfassbar interessant, dass einfach ein brandneues Pack in FIFA 18 existiert, was so noch nicht so oft gesehen wurde anscheinend. Ja, schreibt mir in die Kommentare, hattet ihr das Pack schon mal, wisst ihr mehr drüber? Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon rein ins dritte Thema. Und das sind die Wintertransfers, die jetzt eben in FIFA 18 auch schon eingebaut sind. Zum Beispiel ein Sandro Wagner, der jetzt bei Bayern ist, den haben wir tatsächlich auch schon gezogen, ist aber leider nichts wert, nur 1000 Coins circa. Dann Coutinho zum Beispiel, Diego Costa, Vitolo und so weiter und so fort. Ihr seht es ja eh eigentlich auch in-game. Dazu, alter Scheißviech, Mann. Alle Wintertransfers habe ich euch auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Dort sind die aufgelistet und dort seht ihr eben, welche Spieler zu welchen Vereinen gegangen sind. Und dann, ja, könnt ihr euch das natürlich gerne anschauen über den Link in der Beschreibung. Aber an sich natürlich sehr, sehr cool, dass EA das so schnell auch in FIFA einbaut. Und zu guter Letzt haben wir nochmal was richtig Feines am Start. Und zwar etwas, was man so, glaube ich, noch nie in FIFA gesehen hat. Und zwar gibt es eine Person, die einfach mal aus einem Silberpack eine motherfucking Icon gezogen hat. Aus einem Silberpack. Überlegt euch mal, wie oft Streamer und YouTuber Goldpacks öffnen und keine Icon ziehen. Und der zieht einfach aus einem Silberpack eine Icon. Und das ist auch wirklich kein Fake. Denn, ja, das Video dazu habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Denn diese Aufnahmen waren auf dieser offiziellen Xbox-Aufnahmen-Page, ja, wo diese ganzen Aufnahmen von jedem einzelnen Nutzer gespeichert werden. Und diese kann man nicht bearbeiten. Und deswegen muss das safe sein. Das muss zu 100% echt sein. Und da hat einfach jemand ein motherfucking Icon in einem Silberpack gezogen. Schaut euch dazu auf jeden Fall noch das Video vom Moskiller an. Er hat das dort noch ganz genau erklärt und zeigt euch auch die Homepage, wo ihm diese Aufnahme dann gefunden wurde. Und ja, lasst ihm auf jeden Fall liebe Grüße da und natürlich auch ein Abo, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und unfassbar krass, einfach ein Silber in einem Silberpack eine Icon gezogen. Ja, unfassbar, finde ich. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA Talk. Falls er euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.